Ja, gehen Sie miteinander. Ich begrüße Sie hier zu meinem nächsten Video. Das ist das Video 13 in unseren Verdauungsorganen. Und zwar stecken wir da mitten in der Physiologie des Dünndarms, also in dieser enzymatischen, in dieser biochemischen Aufspaltung der Nährstoffe. Und da haben Sie noch einige Arbeitsblätter dazu oder wenigstens Illustrationsblätter, wo wir das noch etwas anschauen können. Also hier haben Sie mal so eine Zusammenstellung, wie Lebensmittel eingeteilt werden können. Da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten, die einzuteilen. Aber wir bewegen uns jetzt mal hier in diesem Bereich. Also wir haben da die Nährstoffe im Gegensatz zu Ballaststoffen und Aromafarben und Konservierungsstoffe, welche Bestandteile unserer Nahrungsmittel bilden. Und dann können wir diese Nährstoffe noch weiter aufteilen. Und wir haben uns jetzt vor allem hier mal mit den Proteinen, mit den Fetten und mit den Kohlenhydraten beschäftigt. Und alles andere, was wir hier da noch haben, natürlich sind die Vitamine wichtig, natürlich sind die Mineralstoffe wichtig und so. Das lassen wir jetzt mal. Also wir haben gesehen im letzten Video, wir haben dann bei den Proteinen, haben wir da diese Proteasen, diese Enzyme, welche die Proteine in Aminosäuren aufspalten. Das haben wir im letzten Video aufgeschrieben. Dann haben wir die Fette. Wo sind sie hier? Da haben wir dann auch Enzyme. Das sind die sogenannten Lipasen. Da haben wir dann eben, wie gesagt, diese kurzkettigen Fettsäuren oder die langkettigen, und dann die ringförmigen Fettsäuren. Jetzt können Sie, oder machen wir hier das noch schnell fertig, die Kohlenhydrate, die werden dann in diese Monosaccharide aufgeteilt, aufgespalten. Und da haben wir ja auch verschiedene kennengelernt, die Glucose, die Fructose und die Galactose. Oder diese, also vor allem Fructose ist ja der mit Großbuchstaben geschrieben, Energielieferant, den der Körper braucht, eben um in den Mitochondrien Energie zu gewinnen. Und die Energie gewinnt er über die Nahrung. Und die Glucose ist dann in den Pflanzen als Stärke gespeichert und in den tierischen Organismen als Glykogen. Und dann eben während dem Verdauungsprozess mussten die Stärke bzw. das Glykogen von unserem Körper aufgespalten werden, bis wir dann am Schluss eben wieder bei diesen Monosacchariden sind, die dann unseren Körper selber wieder brauchen kann. Und jetzt eben die Kohlenhydrate, die Fette und auch die Proteine, die können tierischer oder pflanzlicher Herkunft sein. Eben Kohlenhydrate, habe ich vorher gesagt, da haben wir das Glykogen, wo man zum Beispiel im Fleisch findet, also tierischer Herkunft ist. Dann haben wir die Stärke, die ist pflanzlicher Herkunft. Hier bei den Fetten, da gibt es pflanzliche und tierische Fette, die können wir noch einmal unterscheiden in sogenannte gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Das sind Unterscheidungsmerkmale, die dann vielleicht eher in der Ernährungsphysiologie von Bedeutung sind oder ich weiß nicht, in der Lebensmittelverarbeitung oder wo auch immer, was auch immer. Wir für die Anatomie, Physiologie, wir brauchen jetzt diese Unterscheidungen. Also es kann durchaus sein, dass gesättigte und ungesättigte Fette langkettig beides sind, oder? Also das, ja, ich würde es jetzt da nicht verwirren, aber einfach, wenn Sie schon mal andere Begriffe gehört haben, je nachdem, wo man stehen, aus welchem Blickpunkt, dass man es anschaut, ob man es ein bisschen anders einteilt. Wir brauchen jetzt einfach da. Und bei den Aminosäuren, das wissen Sie auch, da kennen wir also auch tierische Proteine bzw. pflanzliche Proteine. Also, das wäre mal so diese Einteilung, die wir da haben.
Und dann haben Sie eine zweite Datei mit dem Dateinamen Verdauung 53. Das andere ist übrigens Verdauung 51. Das ist aus dem Tipptopf. Also alle die, die im Kanton Bern kochen hatten, nehme ich an, kennen den Tipptopf. In den anderen Kantonen weiss ich es nicht, weil das ist. Das ist eigentlich noch eine sehr schlaue Darstellung. Vielleicht haben Sie das im Kochunterricht oder so auch schon mal angeschaut. Also wir haben hier mal etwas, was im Magen, Mund und Dünndarm passiert, oder? Also wir haben hier im Magen und im Mund haben wir diese mechanische Zerkleinerung, eben das Kauen bzw. das Kneten und Zerschlagen. Und im Dünndarm haben wir dann diese biochemische Verdauung mithilfe von den Enzymen. Und das können wir uns hier so vorstellen. Wir haben hier jetzt noch einmal diese Nährstoffe, die Kohlenhydrate, die Proteine, die Eiweiße, also die Lipide und also die Fette. Und jetzt die Kohlenhydrate, da können wir, ich mache das jetzt einfach mal mit Farben, da haben wir dann verschiedene Ketten aus Einfachzuckern. Diese Ketten, die können unterschiedlich lang zusammengesetzt sein, je nachdem, um welche Kohlenhydrate das es sich handelt. Also ich nehme jetzt da mal grün und ja, das, nein, ich nehme eine andere Farbe, die man besser sieht. Mal gelb. Also sind jetzt verschiedene Kohlenhydrate. Und die werden dann letztlich, eben das ist das, was wir jetzt im vorhergehenden Video aufgeschrieben haben, in die kleinsten resorbierbaren Einheiten aufgespalten. Also das wäre jetzt dieser enzymatische Abbau in die Einfachzucker, in die Monosaccharide, oder? Da werden jetzt diese Ketten aufgespalten. Und dann haben wir noch im Chymus, noch im Nahrungsbrei drin, jetzt mal diese Einfachzucker. So. Und die werden dann im Dünndarm aufgenommen. Also da kommt es dann also zur Resorption. Ja. Und dann werden sie weiter transportiert im Blut und kommen dann im Prinzip letztlich in die Leber und von dort aus in weitere Organe bzw. Zellen und Gewebe. Und dort, das haben wir auch im letzten Video aufgeschrieben, da kommt es zum Aufbau körpereigener Stoffe, zum Abbau zur Energiegewinnung oder zum Umbau zur Ausscheidung oder was haben wir noch gehabt oder zur Speicherung und so weiter. Das haben wir im letzten Video aufgeschrieben. Speicher und Ausscheidung. Ich muss das hier mal noch so abkürzen, damit das Platz hat. Gut. Also jetzt sind wir hier mit diesen einzelnen Monosacchariden, sind wir jetzt hier im Blut. Und die werden dann, ich mache das jetzt auch mal noch einmal schnell mit den Farben so. Die werden dann in den entsprechenden Organen zusammengesetzt. Und dann haben wir dann, je nachdem wo wir sind, ganz andere, wie soll ich sagen, ganz andere Endsubstanzen, als was wir hier als Ausgangsstoffe hatten. So. Ja, ich denke, das verstehen Sie schon. Und das Gleiche haben wir dann dementsprechend auch bei den Proteinen. Also wir haben hier jetzt ein bestimmtes Protein. Ich nehme jetzt hier einfach auch mal die Farbe Blau, weil ich die gerade zur Hand habe.
Und diese Proteine, das, diese Vierecke, das sind jetzt die 1, das sind jetzt diese Aminosäuren, die werden da aufgespalten mit Hilfe der Enzyme aus dem Pankreas. Ah nein, da habe ich ja kein Geld. Entschuldigung, das ist ein Rotz. So. Und die sind dann winzig klein genug, die können da, das ist hier, das sind so diese epithelialen, also diese Zellen der Mucosa, die werden jetzt ins Blut resorbiert und schwimmen dann auch mit dem Pfortaderblut in die Leber. So. Und werden dann in der Leber, je nachdem, um welches Protein oder um welches Organ es sich handelt, werden die dann neu zusammengesetzt. Also wenn man das vielleicht ein bisschen krass, also haben Sie jetzt hier einen Fisch, also jetzt haben Sie vielleicht ein Protein aus einer silbrig glänzenden Fischschuppe, wo Sie am Schluss als Baustein in Ihrem Augenhintergrund finden oder so, oder? Also das ist die Idee, was da damit passiert. Oder irgendwo in einem Muskel oder irgendwie so. Und das Entsprechende haben wir dann auch hier mit den Fetten. Also wir haben hier, ja, das ist jetzt etwas schlecht, also wir können ja hier mal das etwas ein bisschen beschissen, lang, also kurzkettige. Und hier haben wir einen gemischten. Kurzkettige und langkettige Fettsäuren und dann haben wir hier vielleicht noch einen ringförmigen. Und die werden dann zerlegt. Hier haben wir noch einmal einen weiteren Begriff im Zusammenhang mit diesen Fettstoffen Glycerin. Braucht uns jetzt im Moment aber nicht groß zu interessieren. Also wir haben hier die ringförmigen bleiben, die lassen sich fast nicht knacken. Das ist zum Beispiel das Cholesterin, das haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Cholesterin ist ein ringförmiger Fettstoff. Was haben wir jetzt hier? Also hier haben wir eher etwas kürzere, das wären dann die kurzkettigen. Und dann haben wir ganz viele langen, so langkettigen Fettsäuren. Ich verzichte jetzt hier den Rest weiterzumachen. Also die werden dann auch im Blut, also die langen hier, beziehungsweise in der Lymphe. Die langen und die ringförmigen werden dann in der Lymphe transportiert. Und die kurzen, das müssen wir vielleicht hier noch selber ein paar dazufügen, die kommen dann ins Blut. Und hier haben wir das Gleiche dann wieder, je nachdem, wo wir diese Fette dann finden, in den Zellmembranen, in Körperdepot, als Grundbausteine für Hormongerüste und so weiter und so fort, finden wir sie dann letztlich wieder im Körper. Also das ist die Idee, oder? Wir nehmen Nahrung auf, die wird auf verschiedene Arten, mechanisch, biochemisch, wird sie zerkleinert und die muss zerkleinert werden, damit sie kann resorbiert werden. Aber da mechanisch ist die Hilfe von der Verkleinerung ist schlicht und einfach Muskelkraft. Bei der biochemischen Zerkleinerung ist die Hilfe Enzym, das aus dem Bauchspeichel kommt. Nach einer Resorption ins Blut bzw. in die Lymphen hinein. Das ist abhängig von der Größe dieser Moleküle, die wir am Schluss haben. Und dann kommt das auf etwas komplizierte Wege. Kommt es letztlich, das ist wichtig, letztlich kommt es in die Leber rein und in der Leber rein werden die Substanz, also die resorbierten Nährstoffmoleküle quasi wie nochmal sortiert und dann dort die Leber entscheiden, kommt es jetzt zu einem nächsten Organ, dann ist es speichern, dann ist es selber brauchen, scheide es aus oder wie auch immer, was auch immer. Also das ist das, was im Zusammenhang mit der Resorption und so weiter passiert. Und dann haben wir noch hier ein letztes Bild, wo dieser Ductus, wie heißt der Ductus thoracicus,
wo ich den noch einmal hier etwas besser darzustellen versucht habe. Das ist die Datei Verdauung 52. Also da schauen wir uns vielleicht erstmal das da hier an. Das wäre jetzt so eine Dünndarmzotte, einfach sehr, sehr vergrößert dargestellt, oder? Moment mal. Was ich hier noch schnell in der Unterlage die Datei Verdauung 11 für gesucht habe, haben wir uns hier eben mit den Dünndarm, mit der Entstehung von den Dünndarmzotten beschäftigt. Oder? Also sie haben hier die äußeren Schichten von dem Darmrohr, Peritone, also Serosa und die Muscularis. Und nachher haben wir dann ja hier Zugmukosa, wo sich dann da das erste Mal auffaltet. Und da haben wir die Mukosa, das haben wir dann ergänzt gehabt, und die tut sich ja dann nochmal auffalten, oder? Und die Falten von der Mukosa, das sind ja dann die sogenannten Dünndarmzotten, oder? Also wir haben jetzt hier immer so die Dünndarmzotten. Und wenn wir jetzt hier so einen einzelnen Zotten rausnehmen und vergrössern und anschauen, dann kommen wir hier zu dieser Darstellung hier. Also sie müssen es nicht machen, aber da wäre ja die nächste Zotte dran und so weiter, oder so würde ja das aussehen. Und jetzt im Innern dieser Zotten haben wir eigentlich einen Teil des Kreislaufsystems und einen Teil des Lymphsystems. Also wir haben hier den arteriellen Zufluss, der geht mal da, also eine arterielle Kapillare, und die geht da in die Zottenspitze, kehrt um und geht zurück, wird dann zur venösen Kapillare, oder all die Zellen da, die müssen ja mit Sauerstoff und so weiter versorgt werden. Also da haben wir ganz normale Atmung, Gasaustausch, Kohlendioxid, Sauerstoff im Gewebe, wie wir es ja schon kennengelernt haben. Jetzt haben wir, hier eigentlich eine venöse Kapillare, und die vereinigt sich dann, aus jeder Zotte kommt es zusammen, und am Schluss sind wir dann bei gröberen Blutgefäßen und auch die fließen zusammen, und ganz, ganz, ganz am Schluss sind wir dann bei der Pfortader, ich habe das hier aufgeschrieben, die geht dann in die Leber. Und in diesen venösen Schenkel der Kapillare werden jetzt die Nährstoffe aufgenommen. Oder hier, da haben wir ja überall Nahrungsbrei. Ja, ich habe das schnell eingefügt. Also hier haben wir den Chymus, oder? Mit aufgespaltenen Molekülen, und die roten Moleküle, das wären jetzt zum Beispiel Fettsäuren, kleine Fettsäuren. Dann haben wir die grünen, das wären Monosaccharide, oder die werden jetzt da aus dem Chymus über die Mucosa in den venösen Teil der Kapillare resorbiert. Was haben wir noch? Ah, die kleinen Schwarzen hier, das können, wenn Sie wollen, können Sie das noch ergänzen. Das wären dann die Aminosäuren. AS sind die Aminosäuren. Die kommen jetzt alle hier in das Pfortaderblut und werden via Pfortader in die Leber zur Verarbeitung transportiert. Und dann haben wir hier noch diese blauen Sterne da. Die symbolisieren jetzt halt einfach eben die langkettigen und die ringförmigen Fettsäuren, was wir vorhin gesehen haben. Wo sind wir? Die da hier, oder? Welche zu groß sind, als dass sie über das Pfortaderblut in die Leber transportiert werden können, die nehmen jetzt einen anderen Weg. Aber das Prinzip ist genau gleich. Also wir haben hier Kapillaren, die fangen hier allerdings blind im Gewebe an. Hier die Kapillaren des Kreislaufs sind ja Teil des Blutkreislaufes, wie wir das kennen. Und die Kapillaren des Lymphgefäßsystems, die fangen einfach im Gewebe an, aber die vereinigen sich genauso wie die Blutkapillaren zu immer größeren Gefäßen, und am Schluss sind wir dann
bei dieser Cisterna Kühle, die liegt jetzt irgendwo hinter dieser Leber. Und aus dieser Cisterna Kühle kommt dann der Ductus Thoracicus und der fließt jetzt nach oben. Und hier haben wir dann an der linken Seite haben wir den Venenwinkel, also den Zusammenfluss aus der Vena jugularis interna, Abfluss aus Kopf, und die Vena subclavia, Abfluss aus linkem Arm. Ja, das können wir mal schauen, wo dieser Thoracicus ist. Moment mal. Also wir haben hier die Seite 270, oder? Da schauen wir da so auf diesen Bauch drauf mit Inhalt. Das haben wir jetzt schon manches Mal gesehen. Und wenn Sie jetzt die Seite vorher anschauen, die Seite 268, da schauen Sie jetzt auf diese Lymphgefäße der hinteren Bauchwand drauf. Also es gibt viel, viel mehr im Verdauungstrakt, aber die sind dann rund um die Verdauungsorgane und die fehlen jetzt. Aber was Sie hier sehen, sind dann halt auch noch ganz andere Lymphknoten. Also alles, was grün ist, ist Lymphe bzw. Lymphknoten. Das sind ja so Filterstationen, diese Lymphknoten, oder? Die filtrieren ja die Lymphe, und wenn wir in der Lymphe metastasierende Zellen oder Entzündungserreger haben, dann sind es ja immer mal die Lymphknoten, die als erstes betroffen sind und reagieren. Also das ist ja dann zum Beispiel bei einem Tumorbeschrieb ist das wichtig. Also wenn man einschätzen tut, ist ein wenn man einen Tumor, ein Karzinom diagnostizieren, dann muss man den irgendwie einschätzen können. Und aufgrund dieser Einschätzung kann man einen Behandlungsplan einleiten bzw. allenfalls, je nach Tumor, eine Prognose abgeben. Beim Tumor selber tut man mal die Grösse zum Beispiel anschauen. Noch als weiterer Faktor ist, sind die Lymphknoten in der Umgebung mit betroffen. Und als dritter Punkt ist, dann haben wir irgendwo im Körper schon Metastase. Oder? Also das sind so verschiedene Schweregrade, wo wir dann so Leitlinien geben können für einen Behandlungsplan und so. Gut, wenn wir da hier zurückkehren, oder? Also wir haben jetzt hier ungefähr auf der Höhe des ersten Lendenwirbels, auf der Höhe des Truncus coeliacus und so, haben wir hier so eine die Cisterna Kühle. Also da münden jetzt von allen Seiten her münden die größeren Lymphgefäße aus den Verdauungsorganen bzw. von der hinteren Bauchwand münden hier ein. Und dann entspringt aus dieser Cisterna Kühle entspringt der Thoracicus. Und der geht jetzt da so parat, das sieht man jetzt hier direkt nicht, weil da ist das Zwerchfell, aber hier sehen Sie, dann geht der als relativ großes Gefäß, geht der nach oben. Und kommt dann so von hinten her hier in den linken Venenwinkel. Also das, was hier so grün angezeichnet ist, ist der Ductus Thoracicus. Und diese, diese lymphatische Entsorgung, also der Ductus Thoracicus, der sammelt jetzt die Lymphe aus der unteren Körperhälfte plus der linken oberen Extremität. Also da kommt relativ viel Lymphe kommt in diesem linken Venenwinkel an. Hier an der rechten Seite haben wir auch ein kleines Lymphgefäß, was ebenso in den rechten Venenwinkel einmündet. Das ist der Ductus lymphaticus dexter. Aber der bringt nur in Anführungszeichen die Lymphe aus dem rechten oberen Quadranten, also das heißt der lymphatische Abfluss aus rechter Kopfhälfte plus rechter oberer Extremität, oder? Und der ist viel, viel, viel kleiner. Und das ist mit dem Grund, weil
warum dass ich so Portkatheter oder ZVK oder so mache, ich einfach den bevorzugt auf der rechten Seite. Weil wenn ich es links mache und ich tue den Ductus thoracicus schlitze, der ist halt einfach grösser, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Also die Lymphgefäße, die haben ganz dünne Wändchen, die kann man eigentlich nicht nähen. Und wenn ich den schlitze, dann kann es eben sein, dass die Lymphe in die Pleuralspalte hineinläuft und dann so einen Kylothorax macht, oder? Dann wird das Vakuum im Pleuralspalt werden zerstört und dann kann die Lunge kollabieren oder wenigstens teilweise löst die sich ab vom lösen die Pleurablätter sich voneinander und dann tut man nämlich einfach warten, bis sich das von selber wieder regeneriert und resorbiert und so weiter. Aber man möchte es ja vermeiden und darum macht man so Eingriff, Zentralvenenkatheter und so weiter, vor allem hier auf der rechten Seite. Gut, also das wäre etwas zu diesem Milchbrustgang, Ductus thoracicus gewesen. Jetzt sehen Sie hier noch drei farbige Pfeile, grün, rot und das sollte violett sein. Das wäre diese Farbe hier. Sie sehen die Pfeile hier. Bitte drücken Sie doch mal noch die Stopptaste und überlegen Sie sich bzw. schreiben Sie hier an, welche Flüssigkeit da zu welchem Pfeil gehört. Gut, dann können wir das mal noch anschauen. Also das Grüne hier, eben das wäre der lymphatische Abfluss, das ist also Lymphe. Haben wir zweimal, einmal so Richtung Cisterna Cyli und Ductus thoracicus, also das wäre dann hier einfach diese Fließrichtung. Dann haben wir hier den arteriellen Zufluss in die Dünndarmzotte und das da hier, das Violette, das wäre dann das venöse, mit Nährstoff beladenes Blut, welches Richtung Leber fließt in der Pfortader. Gut, also das wäre es zu der Verdauung vom Dünndarm. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Ich habe zum Schluss, also zur Physiologie vom Dünndarm, ich habe zum Schluss von diesem Thema habe ich Ihnen da noch so zwei Krankheitsbilder, eben subjektive Wahl ausgewählt und ja, einfach mal zum Zeigen, was es so alles gibt. Also das sind die Dateien Verdauung 32 und Verdauung 31. Hier haben Sie eine sogenannte Invagination. Also bei einer Invagination, da schieben sich Darmabschnitte so ineinander. Also hier haben wir ein Ineinanderschieben Dünndarm in Dickdarm und hier haben wir Dünndarmteile, die sich so ineinander schieben. Und das ist nicht, das kann bei Kindern vorkommen, weil hier die Peristaltik noch nicht regelrecht abläuft. Also da kann der eine Darmteil gesteigert tätig sein und der andere dann weniger. Bei Erwachsenen können das Ileus-Symptome, also so Tumore können das verursachen und so. Und dann kann es dann halt zu Verwachsungen kommen und so. Und das muss man dann sehr sorgfältig reponieren und voneinander lösen. Gut, und hier haben wir einen Volvulus. Das ist eine Rotation um die Längsachse. Und da werden dann halt die Blutgefäße, die das mitversorgen, werden auch abgeschnürt. Also da kommt es dann mal zu Nekrosen. Und wenn wir dann das wäre jetzt, aha, das an dem falschen Ort, das ist Dickdarm, Entschuldigung, das gehört jetzt nicht in den Dünndarm, ist ja gleich. Da haben wir dann viele Bakterien
Und die fangen dann an, die bilden ja an sich Gase, oder diese Dickdarmbakterien, die bilden da Gase und das wird dann halt vermehrt, dann kommt es zu Blähungen und so weiter und so fort. Und das sind Notfallsituationen, absolut, total. Gut. Okay. Also das wäre das mal zum Dünndarm gewesen. Das war das Kapitel 12.9. Dann machen wir weiter und kommen zum Kapitel 12.10, etwas über den Dickdarm. Ah, Moment, Sie können, wenn Sie wollen, die Stopptaste drücken und noch einige Begriffe zum Dünndarm repetieren, wenn Sie das wollen. Also auf Also Sie können entweder auf dem Apps-Blatt Verdauung 14 oder 2.0 anklicken und dort mal versuchen, ja, was da, ob Sie das machen wollen. Oder Sie gehen auf www.learningapps.org und geben diese Begriffe in das Suchfeld ein. Gut, also dann machen wir weiter mit dem, wie gesagt, Abschnitt Kapitel 12.10 über den Dickdarm. Und so wie der Dünndarm Intestinum tenue genannt wird, ist der Dickdarm das Intestinum crassum. Crassus ist lateinisch und heißt dick. Gut. Die Anteile dazu, die haben wir auch schon einmal kennengelernt. Wir repetieren die hier schnell. Also das ist das Zäkrum mit der Appendix vermiformis. Es gibt Kliniken, die nennen das Zäkrum Zölom, aber das ist eigentlich ein alter Begriff. Ja. Schauen Sie, was in Ihrer Klinik gebraucht wird. Gut. Also das ist das blind beginnende Ende distal dieser Bauhinschen Klappe, wo das terminale Ileum einmündet. Und dann haben wir diese verschiedenen Kolonabschnitte, also das Colon ascendens, transversum, descendens, ich kürze das jetzt alles mal ab, und sigmoideum, das S-förmige, das ist. Und dann haben wir den letzten Abschnitt, den Mastdarm oder das Rectus, was sich dann zum Analkanal bzw. zum Anus verjüngt oder verengt. Gut. Und auch hier machen wir vielleicht zuerst etwas zur Makroskopie. Ja, Moment mal. Etwas zur Makroskopie. Und dann schauen wir uns die verschiedenen Abschnitte kurz an. Also der Typ macht erst Makroskopie. Der Dickdarm, der ist etwas kürzer als der Dünndarm, der ist ungefähr, also nur damit wir da so eine Größenordnung haben. Also bei Menschen ist er sehr, sehr kurz, bei Pflanzenfressern ist er wahnsinnig lang. Ist etwa 1,5 bis 2 Meter lang.
Okay. Also im Durchschnitt ist, also im, im Querschnitt ist der Dickdarm größer als der Dünndarm. Ja, das ist schon fast selbsterklärend durch die Namensgebung. Und wenn Sie dann so in ein Abdomen hineinschauen und so, dann sehen Sie auch rein optisch einen Unterschied zwischen diesen beiden Darmanteilen. Der Dickdarm, der ist so gräulich dunkel gefärbt. Und der Dünndarm ist ja so rosa, was wir gesehen haben. Und der Dünndarm ist ein mehr oder weniger gleichmäßig dickes oder ein mehr oder weniger gleichmäßig dicker Muskelschlauch. Und am Dickdarm haben wir dann verschiedene Merkmale, wie wir den Dickdarm, an denen wir den Dickdarm erkennen können. Entschuldigung, das ist da gerade ein bisschen gestolpert. Oder langer Worte, kurzer Sinn, wenn Sie im Buch hineinschauen, dann können Sie den Dünndarm relativ gut identifizieren. Gleichmäßige, glatte, rosarote Oberfläche. Und am Dickdarm haben wir so verschiedene. Also die Oberfläche ist nicht. An der finden wir dann mal diese sogenannten Haustren. Das sind so sackförmige Ausbuchtungen. Haustren ist der Plural, der Haustrum ist der Singular. Das müsste ich eigentlich mal nachschauen, was das heißt. Das sind eben diese Ausbuchtungen. Und die werden auf den Bildern, auf den Abbildungen, werden die immer schön regelmäßig dargestellt. Die können ganz unterschiedlich verteilt sein. Das sind einfach die peristaltischen, die sichtbaren peristaltischen Kontraktionen der Darmbahn. Oder am Dickdarm passiert alles etwas gemütlicher und langsamer als am Dünndarm. Und da sind dann halt diese Kontraktionen auch etwas langsamer. Und das sieht man dann als Abschnürungen oder Ausbuchtungen. Und die werden dann Haustren genannt. Dann haben wir so Fettanhängsel, die wir nur am Dickdarm finden. Und die sind dann bei Jugendlichen und Kindern sind die weniger verbreitet. Die nehmen dann bei Erwachsenen und vor allem im steigenden Alter nehmen die eher zu. Ich gebe Ihnen da mal den Namen, also bei mir müssen Sie es nicht wissen. Das sind die sogenannten Appendices. Also Appendix ist der Anhang und Appendices ist der Plural. Das sind die Anhänge. Epiploice. Also das sind diese Fettanhängsel, die wir am Dickdarm finden. Und dann haben wir noch die sogenannten Tänien. Das sind eine Tänia ist ein Band. Ich schreibe das mal schnell da auf. Also es ist einfach, also das schön flache Band, was Sie haben, zum Päckchen können einzwickeln oder ein Haarband oder einfach nichts, wo rundlich ist, sondern flach. Das ist eine Tänie. Oder ein Bandwurm ist zum Beispiel auch eine Tänie. Und jetzt haben wir am Dickdarm haben wir dann auch so bandähnliche Muskelzüge, die laufen der Länge nach dem Dickdarm entlang. Da haben wir drei Stück, die sind dann je nachdem, sind die teilweise sichtbar oder nicht. Also diese Tänien, das sind längs verlaufende Muskelbänder.
Je nachdem, wo wir sind und so, sind die teilweise manchmal sichtbar und manchmal nicht. Also es gibt drei Stück. Oder wenn ich da so einen Querschnitt habe durch den Dickdarm. Dann haben schön so, hier wäre dann ein, oder ich kann das ja mal noch so machen, oder dann hier wäre dann einer und eine, zwei und der andere, das andere wäre dann da hinten, oder? Drei Stück gleichmäßig verteilt. Gut. Ja, das können wir mal noch anschauen. Das wäre hier diese Seite 283. Da sehen wir also schon mal ziemlich viel. Da haben wir den ganzen Dickdarm mit seinen Abschnitten. Oder? Hier haben wir das Zäkrum, hier haben wir die Appendix, Colon Aszendenz, Colon Transversum, Colon Deszendenz. Hier haben wir diese Krümmung, diese S-förmige Krümmung. Also das ist einfach ein S, das liegt so. Das Colon Sigmoideum. Und hier ist dann, Entschuldigung, das vielleicht noch ein bisschen aufhören. Hier haben wir dann das Rektum mit dem Analkanal. Jetzt, was haben wir alles? Aha, die Haustren, oder? Also, hier haben wir das Colon Aszendenz und das Colon Deszendenz, das ist mit der dorsalen Bauchwand verwachsen. Ja, wir haben das jetzt schon oft eigentlich gesehen. Ja, schauen wir mal schnell diese Abbildung an. Da sehen wir, das wäre die Seite 272. Also hier haben Sie Aszendenz und Deszendenz. Und die sind mit der dorsalen Bauchwand verwachsen. Das heißt, das Peritoneum geht nur hier vorne an der Vorderseite des Organs durch. Das Colon Sigmoideum und das Colon Transversum, die kann ich eigentlich festhalten und hin und her bewegen. Hier auch kann ich hin und her bewegen. Da unten ist das, hier haben wir das Colon Sigmoideum, das ist hier so auf, eben wird so aufgelupft, beziehungsweise ich kann es da eben auflupfen und dann schaue ich da so unten drunter daher. Und hier ist halt, wo habe ich sie? Diese Seite 283. Da sehen wir, wie einfach die Vorderseite des Aszendenz bzw. des Deszendenz mit Peritoneum bedeckt ist. Da ist das Peritoneum zeichnerisch nicht mehr vorhanden. Ja, okay. Und dann sehen Sie hier diese Ausbuchtungen, die sind jetzt hier auch sehr schön regelmäßig dargestellt, aber da eben, da ist jetzt gerade so eine Kontraktion und die löst sich dann wieder und dann geht es etwas weiter, kontrahiert wieder, löst sich, geht wieder weiter. Und eben weil das hier am Dickdarm halt einfach sehr langsam und gemütlich passiert, sieht man das. Aber das ist nicht etwas, was statisch ist, oder? Also wie gesagt, das löst sich, verschiebt sich wieder etwas, löst sich und geht so weiter und so fort. Hier haben Sie diese gelben Fettanhängsel, diese Appendices, Epiploidzae, die sind da überall dargestellt. Und dann haben Sie eben, wie gesagt, hier haben Sie eine Tänie, die sehen Sie jetzt hier, oder? Und dann geht es aber hier, macht es einen Knick und dann sehen wir sie nicht mehr. Dafür sehen wir hier die andere, die von hinten, ja. Also es gibt drei Stücke. Eins, zwei, und da wäre die dritte, die wäre dann noch, da, hier. Hier sehen wir sie so quasi innen drin. So, eins, zwei, drei. Also einfach diese drei Muskelbänder entlang des Kolons. Gut, aha. Wenn wir da weitergehen und weiterschauen, eben dann kommen wir da zum letzten Abschnitt. Und an dieses Rektum ist unter anderem dann halt auch dadurch charakterisiert, dass diese ganzen Dickdarmmerkmale, also diese Appendices, diese Tänien und diese Haustren, die verschwinden.
am Rektum. Also wir haben dann da eine mehr oder weniger glatte Oberfläche, keine Appendizes mehr und so weiter. Gut. Also das können wir hier vielleicht noch so als Merke aufschreiben, dass die Dickdarmmerkmale am Rektum verschwinden. Also das da, was wir hier aufgeschrieben haben. Gut, also die verschiedenen Abschnitte, die beziehungsweise die Lage der verschiedenen Abschnitte, die schauen wir uns in einem nächsten Video an. Merci.